Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dies wird mal ein anderes Video. Ich wollte über Kooperationen sprechen. Ich habe ja schon mehrmals über Kooperationen gesprochen, auch ein bisschen erzählt und hier und da. Jetzt wollte ich ein komplettes Video widmen. Ich glaube, ich muss das Fenster zumachen. Ich habe es offen, weil es warm ist. Wir haben 27 Grad hier in der Wohnung. Ich glaube, es rauscht zu sehr. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ja. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ich habe mir die E-Mails alle angeschaut und habe mir die Kooperation jetzt alle hier auf den Zettel geschrieben. Ich habe auch durchgezählt, es sind 41 Anfragen gewesen von denen, die ich noch habe. Einige habe ich, glaube ich, auch gelöscht. Es sind coole Sachen dabei. Ich habe aber, ihr wisst, zwei Firmen angenommen dieses Jahr. Grundsätzlich, klar, ich hätte alle annehmen können. Erstens, man braucht ein Gewerbe. Man kann ohne Gewerbe das natürlich nicht einfach annehmen. Und man muss die Sachen versteuern, ne? Es ist nichts geschenkt. Selbst wenn ich die Sachen kostenlos kriege und kein Geld kriege, die Sachen sind nicht geschenkt. Ich muss sie versteuern. Das ist wie eine Einnahme, ne? Also nur schon mal vorab. Nicht so, dass man denkt, oh ja, Influencer muss man sein, die kriegen alles geschenkt. Auch die Sachen, die du nicht haben willst und einfach zugeschickt kriegst, die musst du versteuern. Ob du sie haben willst oder nicht, es gehört zu deinen Einnahmen. Genau. Also, ja, angefangen hat es mit einem Computerspiel. Ich hätte eins testen dürfen, vorab, bevor es überhaupt auf dem Markt zu kaufen ist. Allerdings, computerspielmäßig spiele ich nur Sims. Es gibt auch mal Zoo Tycoon, aber eigentlich nur Sims. Sims seit, keine Ahnung, seitdem es draußen ist. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Ja, spiele ich nur Sims. Und das, seitdem ich Kinder habe, halt alle paar Monate einmal. Jetzt habe ich es vor 2 Tagen einmal gespielt. Sogar mit Amelie zusammen. Sie hat dann die Toilette ausgesucht und die Dusche, hat sie immer gezeigt, das muss ich kaufen, genau. Ja, aber man kann einfach nicht mehr so viel Freizeit da rein investieren wie früher. Genau, das passte daher nicht. Dann habe ich nachhaltige Sportkleidung bekommen. Über die Anfrage habe ich mich natürlich gefreut. Allerdings hatte ich schon die Anfrage, wie ihr wisst, mit Oceans Apart. Da nenne ich natürlich den Namen, weil ich habe ja Werbung dafür gemacht und ich mag die Sachen sehr. Ich trage sie gerne. Habe auch heute was angehabt. Jetzt habe ich es gerade nicht mal an. ja, aber es passte einfach nicht. Ich kann nicht zwei konkurrierende Firmen zusammen gut machen, viele Influencer. Aber ich kann es nicht, bringe ich nicht übers Herz, auch wenn die Firma gut ist. Ich fand die Firma sehr toll, allerdings hat die im Ausland auch produziert, gut, macht auch schon Zipat auch, hat aber halt CO2-neutral produziert. Heißt jetzt nicht, dass die Sachen halt komplett nachhaltig sind, aber die geben sich halt Mühe, dass halt nicht Schadstoffe weiter, also CO2, Kohlenstoff, ne? Was das bedeutet, in die Luft kommt. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich sehe schon, ich bin schon bei über 3 Minuten mit dem Video. Ich habe da noch einiges vor mir. Diamond Painting. Habe ich 3 Anfragen bekommen von 3 verschiedenen Firmen. Ich habe ja bei Action mit Kevin zusammen ein Weihnachtsbild gekauft und wir haben das immer noch nicht fertig. Und ich bezweifle, dass es dieses Weihnachten hängen wird. Das ist definitiv nichts für uns. Also da brauche ich kein Unboxing-Video machen, wenn ich das einfach nicht mache. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde es cool, aber es passt nicht zu mir. Ich bin einfach so Kleinigkeiten basteln technisch. Ich flippe aus, wenn ich irgendwas nicht hinkriege. Wie ein kleines Kind sitze ich dann da am Tisch und fange an zu schreien. Es ist so, wirklich. Ich explodiere aus mir raus, ich kann das nicht. Was auch 2 coole Anfragen waren, da habe ich mich sehr gefreut. Babybett. Das war eine neue Firma, die sehr unbekannt ist, die jetzt erst
neu auf dem Markt ist mit einem Babybett, was man auch umbauen kann zum Kleinkindbett und ein sehr berühmtes ovales Bett, was jeder kennt. Sieht man überall, habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Allerdings kamen beide Anfragen ziemlich kurz hintereinander, nachdem ich unser Babybett abgeschafft habe, damit Amelie in dem großen Bett schläft. Weil jeder, der meine Videos verfolgt, weiß, dass ich einfach immer mit im Bett lage und das 1,40 ein bisschen kurz ist und man Rückenschmerzen kriegt. Und hinterher lag ich, wo wir dann das Gitter rausgemacht haben, halt immer Oberkörper im Bett und Unterkörper halt Kinder oder Kaninchen, ich weiß es nicht. Ach, Kira ist es. Kira ist hier mit. auf dem Boden. Und man hat einfach höllisch Rückenschmerzen. Also Babybett ist einfach nicht unsers, wobei es coole Betten waren. Also ja, auch hochwertig. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ja, dann Nägel. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert könnt. Ich habe sie letztens nochmal hochgeladen, wo ich auch Nagellack gezeigt habe. Ich habe den Nagellack Inga noch nicht getestet, weil ich eine ausländische Firma ist. Die aber hier jeder, ich würde sagen, jeder hat die im Kleiderschrank. Jeder. Die ist auch keine typische Influencer-Marke. Jeder trägt sie seit Jahren. Die habe ich schon getragen, wo ich 10 war. Jeder trägt es. Hätte ich mir halt was aussuchen können bis 1200 Euro, glaube ich, waren das. Dollar. 1200 Dollar. Aber ist ein bisschen too much für mich, wegen dem, was ich am Anfang sagte, ne? Versteuern. Ja, das andere war eine Firma, die ziemlich neu auf dem Markt ist. Genau, aber ich habe ja auch die Werbung schon wegen Oceans Apart. Also ist so ein Zwiespalt. Ja, dann habe ich hier stehen Schmuck. Ja, ich trage eigentlich relativ denselben Schmuck. Jetzt sind viele Ketten kaputt gegangen. Ich habe nur noch die Anhänger immer davon und die Bänder sind gerissen. Jetzt trage ich gerade die Kette, die meine Patentante mir geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob sie das Video sieht, aber danke nochmal an der Stelle. Den Engelsflügel, der passt auf mich auf. Und den Ring habe ich jetzt im Moment gerade gewechselt. Kevin mag es, wenn ich so breite Ringe trage. Und dann hat er, weil er das so schön findet, einfach nochmal mir einen Rose Gold geholt. Kira. In Rose Gold geholt, damit ich ein bisschen wechseln kann. Genau. Ja, Magnetbausteine haben wir auch Anfrage bekommen. Finde ich cool, Magnetbausteine. Wir haben uns dagegen entschieden, weil er eine Kita Magnetbausteine hat. Und wenn wir alles haben, was in der Kita ist, dann ist es in der Kita nicht mehr interessant. So. Nicht in meinen Zettel beißen, Kira. Jetzt ist sie mit auf dem Bett. also, falls ihr es nicht wisst, wo ich gerade bin. Ich bin im Schlafzimmer. Und sitze auf dem Bett. Genau. Ich sitze ja, hier ist das Fenster, ist noch natürliches Licht. Genau. Dann haben wir Wickelrucksack. Das ist auch eine coole Firma aus England gewesen. Relativ frisch auf dem Markt. Ich glaube so ein Dreivierteljahr. Und hat richtig coole Leder-Wickelrucksäcke gemacht in Kunstleder. Sahen schön aus, aber ich bin einfach nicht dieser Typ von diesen Schickimicki-Taschen. Die sahen nicht aus wie Wickelrucksäcke und das passt nicht zu mir. Ich bin da nicht so. Aber das fand ich ganz cool. Und dann kam auch noch kurz danach Schulranzen. Habe ich mir natürlich auch sehr gefreut. Ist auch eine Marke, die bei einigen Influencern schon zusammengearbeitet hat. Habe ich mich natürlich gefreut drüber, aber ich habe den geschrieben, es ist der falsche Zeitpunkt, was soll ich jetzt mit dem Schulranzen? Er ist 4. Ein bisschen früh. Dann haben die gesagt, die melden sich dann später nochmal, wenn es bei uns soweit ist. Ja. Smartwatch habe ich auch 2 Firmen gehabt. Passt nur nicht, weil es einfach die falschen Uhren waren, sonst hat Kevin die nämlich getragen, weil er trägt ja sowas. Er hat heute zum Beispiel auch eine neue bekommen, sagte zu mir, ich soll seine alte benutzen,
Er will sie mir heute Abend zeigen. Bin mal gespannt, ob ich mit zurechtkomme. Ich trage einfach nicht so die Uhren. Dann Saugroboter. Ich persönlich hasse Roboter. Klar, die sind cool, weil die einen helfen, aber mich nervt immer, also alles, was ich Influencer-mäßig gesehen habe, wenn die erstmal alles hochstellen, die Stühle, die ganzen Kisten, alles hochstellen, dann denke ich mir, in der Zeit habe ich den Raum gesaugt. Aber wenn man das gerne mag, finde ich das eigentlich schön und ja, es erleichtert natürlich einen auch den Haushalt, aber ich persönlich mag es einfach nicht. Außerdem ist ein Saugroboter ganz schön hoher Wert, das zu versteuern. Nee, nee. Nee. Strickbilder. Ich kann nicht stricken. Habe ich drei Anfragen bekommen. Ist cool, sieht cool aus, aber ich habe die Geduld dafür nicht. Das ist wie basteln, wie ich vorhin sagte, mit dem Schreien. Ja, dann habe ich eine Anfrage bekommen, diesmal was ganz anderes. Ein Werbevideo für einen Blogging-Dienst. Ich sollte deren Werbevideo von deren Dienst in meinem Video zeigen. 12 Sekunden ungefähr. Sollte ich das einblenden. Und hätte dafür dann Geld bekommen. Das war dann nicht so meins. Ist hier gerade noch ein Wickelrucksack? Hätte ich oben gleich zwei machen können. Zweimal Anfrage. Ich kann da eine zweite, kann ich mich nicht mehr erinnern, was das für eine Firma war. Nur die mit dem Leder. Aber nochmal Wickelrucksack. Einkaufstaschen mit Fotos drauf. Das finde ich auch ganz cool. So Leinbeutel oder Baumwollbeutel mit Fotos drauf. Ich weiß nur nicht mal, was für ein Stoff das war. Ich denke mal Baumwolle mit Fotos. Ja, dann eine Kühlmatte für Hunde. Da war ich überlegen, habe dann gegoogelt, passt aber nicht, weil Kaninchen eventuell die Kühlmatte anknabbern könnten und das nicht so gut wäre, weil wir haben ja keinen Hund, wir haben Kaninchen. Und wie man weiß, die nagen gerne, 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 ja, was haben wir? Sparschälen, mein Gott, was habe ich für einen Sauklau? Sparschäler. Ja, es ist cool, aber ich habe genug. Ich habe 4 Stück. Was soll ich mit mehr? Fruchtsauger. Das sind ja diese Sauger, die man Babys gibt, wo man Obst und Gemüse reinmachen kann, ne? Und die gibt es einmal mit Silikon und einmal so Netz. Ich hatte bei Jamie das als Netz, bei Amelie mit Silikon, kann man besser sauber machen. Und dann gibt man die so und dann können die das so lutschen. Wird nicht von Ernährungsberaterinnen empfohlen. Ich hatte es dennoch, bei Amelie habe ich es nicht oft benutzt, wollte es aber haben wegen Zahnen, weil da kann man nämlich schön Muttermilch einfrieren in so kleinen Würfeln, Eiswürfelmäßig Größe und dann da reinpacken und dann können die lutschen. Hat Amelie nicht gemocht. Jamie schon, aber er hat halt ein Netz und das war halt blöde zum Saubermachen. Jetzt ist Sammy auch noch da. Raupen. Ja, dann Raupen- und Schmetterlingszucht, Aufzucht. Ich denke mal, das habt ihr auch schon gesehen. Das haben viele Mama-Blogger. Und das war auch dieselbe Firma, die mich angeschrieben hat. Finde ich cool, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass wir da irgendwas falsch machen. Handmixer. Wir haben einen, daher habe ich Nein gesagt. Handmixer, denke ich mal, braucht jeder im Haushalt. Aber was soll ich mit zwei? Meiner funktioniert noch mal. Klar, meiner ist aus der ersten Wohnung. Ist schon ein paar Jährchen älter. Gibt bestimmt auch bessere, die mehr Leistung haben. Aber meiner tut's. Da brauche ich nichts Neues. Babyschlaf-Musikkuscheltier. Sieht süß aus. Macht tolle Geräusche. Nicht nur Musik, auch Schlaf, also Einschlaftöne. Ich denke mal, das kennt jeder. Geht in ein Schwimmtier über. Genau, ich glaube, das kann sich jeder denken, welche Firma das sein wird. Gibt ganz viele Mama-Blogger, die das haben. Ja. Cooles Teil. Aber ich habe ein Handy.
Wir haben ja immer ein altes Handy, was irgendwelche Funktionen hat, die nicht mehr funktionieren, aber Musik geht immer oder YouTube geht meistens noch. Und dann habe ich einfach Schlafmusik oder unser Lied, was ich euch mehrmals vorgeschlagen habe, das Weihnachtslied von Mark Forster, Lolei. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, weil es halt polnisches Lied ist. Ist bei uns Bombe und ja, ich brauche so ein Schlafding nicht. Influencer Marketingfirma. Da habe ich mich ja auch gefreut. Allerdings, klar, ich hätte dann mehr Reichweite bekommen. Die hätten mir geholfen, professionell mich aufzubauen bei Instagram und bei YouTube. Wahrscheinlich hätten sie auch gesagt, ich muss TikTok anfangen. TikTok ist ja auch so beliebt. Sammy. Aber man muss diese Dienste ja auch zahlen und nein. Nein, ich möchte erst zahlen, wenn ich auch vernünftige Einnahmen habe und ja nicht einfach wieder irgendwo reinbuttern, bevor was rauskommt. Klar, manche sagen, ja, man muss auch erstmal was reinstecken, wenn man eine Firma gründet, ist es nun mal so. Ja, aber ich mache es, um Spaß zu haben, um den Austausch zu haben, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um Sachen zu verarbeiten, die mir passiert sind als Teenager und als junge Frau. Genau. Ja, einfach um das zu verarbeiten. Habe das auch mit Frauenhilfe abgesprochen und die haben mich mehr ermutigt, solche Videos zu machen. Genau. LED-Nagellack. Ja, habe ich jetzt auch öfter gesehen. Hatte auch speziell dieselbe Anfrage bekommen. Zur selben Zeit wie eine andere Influencerin, mit der ich auch gerne schreibe. Die ist super nett, macht tolle Videos. Die hat es angenommen. Und die sagte, die wollten viel zu viel. Und ich sage, ja, ich mag ja keinen Nagellack, daher habe ich es nicht gemacht. Aber es haben auch ganz, ganz große. Die rasen hier gerade im Kreis. Ich habe dann Stapel stehen an Sachen, die ich verkaufe in diesen durchsichtigen IKEA-Kisten. Ihr wisst ja, ich liebe die IKEA-Kisten. Und die Sachen muss ich noch teilweise fotografieren oder habe sie schon online gestellt. Und jetzt rasen die da so rum. Ja. Haben auch große Influencer mit über 600.000 Abonnenten. Halt dafür Werbung gemacht. Bei YouTube und Instagram sogar. Die letzten zwei Anfragen fand ich am coolsten. Die sind jetzt im Juni gekommen. Ja, eine Rattenfalle. Eine Rattenfalle. Ja, wird zu mir passen. Hätte ich am Stall die Werbung für machen können, für die Rattenfalle. Klar, am Stall will man nicht hören, aber da gibt es nun mal Mäuse und Ratten. Es ist so. Da hätte ich jetzt vielleicht die Werbung machen können. Aber nein. Nein. Möchte ich nicht. Ich möchte das nicht bewerben. Es gab auch die Lebendfallen und die Todesfallen. Also Lebendfalle haben sie mir angeboten. Das heißt, die Tiere hätten auch überlebt. Das wäre ja auch eher das, was zu mir passt. Das Letzte ist, finde ich eigentlich gar nichts Schlimmes, aber ich möchte einfach keine Werbung im Moment dafür machen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal dafür Werbung mache, keine Ahnung. Das waren Dessous. Das war jetzt eine Firma, die war auch echt nett. Mit denen habe ich hin und her geschrieben, aber es passte einfach nicht mit dem, wie ich mir das vorstelle, wie die sich das vorstellen. Aber ich war am Überlegen, das zu machen. Das waren Dessous. Ich trage, ja, ich trage Dessous und ich habe haufenweise Dessous. Ich trage sie nicht so oft, wie ich es eigentlich vorhabe, aber ich trage sie. Muss ja jeder selber wissen. Manche machen damit auch Fotos und Videos und zeigen das einfach bei YouTube und sind da ganz offen mit. Und ich sage einfach, ich benutze sie und gut ist. Ich überlege gerade, ich glaube, mein letztes ist mit Kevin. Mein vorletztes Bild, da habe ich ein lila Oberteil an. Das ist Dessous. Bei Instagram. Fällt nicht auf, aber das ist, ja, das wäre Dessous. ja, gibt tolle Sachen.
Aber es passte einfach nicht die Kombination mit der Firma und mir. Genau. Ja, ich hoffe, das war für euch spannend. Was für Anfragen man so kriegt, sind oft auch Anfragen auf Englisch, weil ich halt weniger Reichweite habe, versuchen eher ausländische Firmen mich zu kontaktieren, weil die möchten ja Fuß fassen auf dem deutschen Markt. Und dann versuchen die natürlich eher an kleinere Leute ran, weil die eher zusagen als wie die großen Influencer. Und kriegen natürlich, wenn sie ganz viele kleine anschreiben, auch mehr Reichweite wie die großen Firmen. Und ja, es gibt viele Firmen, die ich jetzt aufzählen könnte. Die aus dem Ausland produzieren gerade Kleidung. Da machen ganz, ganz große YouTuber für Werbung auch, wie Bibis Beauty Palace. Haben eigene Kollektionen. Jeder kriegt dafür Rabattcodes. Das sind Firmen. Da habe ich keine Worte für. Die beuten aus. Kinderarbeit, Ausbeutung, wie die Mitarbeiter da, die kriegen einfach, weiß ich nicht, blutet mir das Herz. Und die boomen so. Jeder kauft da gefühlt. Du siehst es überall online und ich denke mir, warum? Warum? Aber die eine Firma hat mittlerweile, bei der anderen war ich noch nicht mal auf der Internetseite, aber die eine Firma hatte eine Zeit lang kein, wie heißt das, was man braucht? Impressum haben sie mittlerweile. Das hatten die früher nicht. Immerhin haben sie das mittlerweile, weil das braucht man. Ja, genug geschwafelt. Ich hoffe, ich habe euch einfach unterhalten mit dem Video. Ich finde es einfach sehr witzig und habe gedacht, für das zweite Halbjahr mache ich das auch. Ich denke mal, da wird nicht so viel sein. Jetzt in der Sommerferien hat man sowieso nichts. Ich habe jetzt im Juli eine Anfrage bekommen. Und das war es in Sommerferien halt. Es geht meistens immer vor Weihnachten nochmal richtig rund. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Ja, aber ich habe allgemein erst in meiner ganzen Laufzeit 3 Anfragen aufgenommen. Das war einmal Hurra-Helden, die lieben wir, das sind die personalisierten Kinderbücher. Da haben wir einige für Jamie personalisiert, für Amelie und wir werden, das waren nicht die letzten, wir werden noch welche kaufen. Ich kenne uns, die sind cool. Wir haben auch für Oma Opa welche gekauft. Die sind einfach richtig cool. Nicht ganz günstig, aber wirklich für die Erinnerung für immer. Und dann den BH, der sich anfühlt, wie als wenn man keinen trägt, von Mom Cousy. Die haben auch ganz tolle Milchpumpen, die man mit in den BH stecken kann. Ja, hätte ich keine Milchpumpe, hätte ich gesagt, die will ich auch haben. Aber ich habe eine, das reicht. Ja. Diesen BH liebe ich, den trage ich immer auf der Arbeit. Und wenn der eine Wäsche ist, nämlich von Oceans Apart. Aber Oceans Apart sind halt nicht nahtlos, auch wenn die das oft Werbung für machen. Für nahtlos. Die sind halt nicht nahtlos wie der von Mom Cousy. Und man merkt, dass man was anhat. Bei Mom Cousy merkt man einfach nicht, dass man einen BH trägt. Es fühlt sich wirklich an, als wenn man keinen trägt. Ja, genug. Genug davon. Jetzt reicht's. Ich habe viel zu viel gelabert. Weiß nicht, wie viel ich kürzen kann. Ich bin jetzt bei fast 25 Minuten. Genug. Genug. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Video.